Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Leistenschneider live aus der Ehrenstraße 9, unserer neuen Filiale hier direkt aus dem Herzen von Köln, die Ehrenstraße. Eine tolle Einkaufsstraße, die jetzt Fußgängerzone ist. Also es lohnt sich hier vorbeizukommen, mit tollen Geschäften und uns natürlich zu besuchen. Wir hatten auch die erste Hausmesse erfolgreich hinter uns gebracht. Es waren wirklich sehr gut gebuchte Fotowalks da. Und wer in Berlin wohnen sollte, es nicht sozusagen vermeiden. Man sollte in die Filiale Berlin am Freitag dieser Woche und Samstag kommen zur Hausmesse. Und danach ist Frankfurt dran. Also auch da kann man alles, es sind Fachleute da, Vorträge, Fotowalks, also was das fotografische Herz begehrt. Heute das Thema, die sehr neu erschienene Nikon Z8. Und unser Gast ist Peter Giesen von Nikon selber. Hallo Peter, herzlich willkommen. Hallo Benedikt, schön, hier zu sein. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, du bist ja, also wir beide kennen uns schon ja, 20 Jahre grob. Ne? Ja, mindestens. Und du bist wie lange bei Nikon? Seit 23 Jahren arbeite ich jetzt bei Nikon. Ich habe seit 21 Jahren ungefähr auch im Nikon Professional Service. Wo ich natürlich auch für die Profikunden zuständig bin, ne, um da auch Technical Support anzubieten oder auch bei Veranstaltungen vor Ort zu sein, um Service anzubieten. Also dich kennt man auch von diversen Messen, Veranstaltungen, natürlich Online-Webinaren, Live-Shows, was es heute so gibt. Ja. Ne? Wir haben eben so ein bisschen drüber gesprochen, eine ganze, wie sich da die Zeit verändert hat. Ne? Wir beide haben eben gesagt, also wäre es Corona nicht gegeben vor 3 Jahren, würden wir jetzt hier nicht stehen sozusagen. Nee, also da hatten wir dann noch durch die Hausmessen sowas den direkten Kontakt zum Kunden gehabt. Ne? Inzwischen ist es ja wichtiger geworden, auch online präsent zu sein. Ne? Und deshalb sind wir halt hier. Ne? Wir haben uns was Schönes ausgedacht, um den Einstieg zu finden, weil wir ja beide, ich sag mal, ein bisschen älter sind als viele vielleicht unserer Kunden. Ja, so ein bisschen kann man sagen. Haben wir gesagt, okay, wir haben hier mal 3 schöne Kameras hingestellt, ja, die ja auch so für Nikon stehen wie kaum eine andere Kamera hier. Ne? Es geht los mit der Nikon F. Die steht hier. Ah, steht hier auf der Seite, genau. Von hinten gesehen. Ne? Nikon F, 1959 vorgestellt. Ne? Das war die erste Kamera. Nicht im DSLR-Bereich, im FL-Bereich oder Spiegel, ich meine, ne, Spiegelreflex. Ne? Spiegelreflex, genau, und, da kommt das Wort raus. Ne? Spiegelreflexbereich mit F-Bajonett. Ne? Das war die erste Kamera überhaupt, die einen Wechseloptiken hatten. Ne? Und da ist es so 1959, haben wir das F-Bajonett dann präsentiert. Und haben das über 60 Jahre lang auch durchexerziert, ne? Bis vor kurzem noch. Also was wir natürlich, deswegen haben wir angefangen, natürlich sind diese Objektive auch über Adapter an der Nikon Z8 Ja, definitiv. Benutzen. Also da gibt es ja einen FTZ-Adapter, ne, der auch ohne Probleme die alten Objektive noch an der Z8 oder Z9 oder Z-Kameras generell natürlich adaptieren können. Und das sind ja wirklich ein paar Perlen. Du hast ja aus dem Archiv mitgebracht, da ist hier an der F2 das legendäre 13 mm 5,6 dran. Ja? In der Mitte also eine Optik, die wirklich außergewöhnlich ist. Ne? Die F2 kam dann raus wann? Anfang der 70er. Also man hatte Produktzyklen von 10 Jahren ungefähr. Ne? Das waren damals im Spiegelreflexbereich natürlich normal. Wir haben irgendwie Entwicklungszeiten gehabt von 10 Jahren knapp immer. Das heißt, die F 1959, die F2 dann Anfang der 70er und die F3 kam dann in dem Fall Anfang der 1980 raus. Ne? Die F3 hatte dann ja schon Zeitautomatik, muss man sagen. Ja. Das andere waren ja rein mechanische Kameras. Ich kann das ja mal hier so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das hört. Kann man sich also schön hören hier, eine Sekunde. Ja, die sind halt nicht mal die neuesten. Ne? Hört sich hier an, ne, wie ein Uhrwerk. Ne? Das ist natürlich ein toller Klang, der da ist. Ne? Ja, und die Kamera ist auch schon 40 Jahre alt. Ne? Ja, ja, ist auch schon älter, schon 71, 72, also 50 Jahre schon, ne, unter Umständen. Dann für, ich sag mal, man konnte natürlich, die Kameras waren rein mechanisch, ohne F3-Zeitautomatik. Man konnte die ISO-Empfindlichkeit einstellen. Natürlich, aber das war vom Film abhängig. War natürlich vom Film abhängig. Und was die wenigsten wissen heute, wo die Analogfotografie im Thema so ist, es gab natürlich, Weißabgleich gab es nur über den Film. Ja, absolut. Das war einmal der Kunstlicht- und der Tagesfilm, etwa 5000, etwa 3000 Kelvin, ne? Also zum Abschluss der ganzen Geschichte hier. Ja. So dass wir einen gewissen Bogen haben zur Nikon Z8, weil klar, da ist natürlich Weißabgleich und all die Dinge, ISO-Empfindlichkeit, eine andere Geschichte. Ja, das Foto wird immer noch durch Blendezahl und ISO gemacht. Das klassische Dreieck hat sich nichts geändert. Hat sich nichts dran geändert. Ganz genau. So, ich tue die mal kurz weg hier unten rein. Dann können wir dann. Aber dann merkt man natürlich, wie alt man wird, ne? Ja, natürlich, man merkt, wie alt man wird, dass man dann den Unterschied zwischen Kunstlicht und
Tageslichtfilm kennt. Ja, da ist sie, die Z8. Genau. Sie kam ja, wie lange ist sie her, vorgestellt worden? 8 Wochen etwa? Ne? 6 Wochen ist sie vorgestellt worden? Ja, ist noch nicht ganz so lange her. Ja. Ne? Also ist noch ziemlich aktuell. Ne? Wir haben dann die Kamera natürlich dann irgendwann auch, ich glaube, vor noch nicht so langer Zeit ausgeliefert. Ne? Mhm. Haben auch sicherlich da auch schon sehr, sehr viele irgendwie in den Markt ausliefern können. Mhm. Insofern ja, ist die eigentlich sehr gut nachgefragt. Ne? Also bei uns, wir haben ja so ein bisschen gemerkt, das ist eigentlich die Kamera, die so ein bisschen fehlte im Moment noch auch im Markt. Ne? Also wir sind schon hier, die Vorbestellungen und so weiter und auch das, was wir verkauft haben hier, das ist schon Wahnsinn, muss man sagen, weil sie ja vieles verbindet. Hohe Auflösung, robustes ja. Gehäuse und so weiter. Definitiv. Ne? Ja, und sie, wir können ja so ein bisschen auf die Benutzerführung oder erstmal eingehen. Ja, was sind denn die Knöpfe sozusagen? Also wenn einer wirklich, sag ich mal, die Kamera so erklären, wie wenn jemand noch gar nicht so ein Nikon-User ist. Die Nikon-User werden natürlich sagen, ist klar, da kenne ich mich zurecht, weil das Bedienkonzept haben wir festgestellt, im Grunde genommen seit der Nikon F801 ist immer das Gleiche geblieben. Und was natürlich auch wichtig ist, wir haben seit der D1 damals, als wir die erste digitale Kamera 1999 vorgestellt haben, dass die Menüführung immer gleich gehabt. Die Menüführung in der Kamera ist immer die gleiche. Man findet sich sofort zurecht. Und das egal, ob die Kamera einsteigerseitig ist mit Z30 oder Z9 als Profimodell. Die Menüführung ist überall die gleiche. Das heißt, wenn man Nikon-Nutzer ist, wird man immer sozusagen fast ohne Anleitung klar. Es sind natürlich ein paar Funktionen mehr vielleicht auch. Ein paar Funktionen mehr bei der Z8 im Speziellen natürlich auch, genau wie bei der Z9. Mhm. Da sind so viele Einstellmöglichkeiten inzwischen drin und so viele Möglichkeiten mit der Kamera umzugehen, sodass das Handbuch ist natürlich dann auch als PDF verfügbar im Netz. Über 900 Seiten hat. Die hast du gesagt, eben kannst du auswendig. Nein, Quatsch. Nein, überhaupt nicht. Das wäre schön. Das kann die aber nicht auswendig. Wenn wir jetzt mal die Kamera, hat die Kamera gerade gekauft, was sind denn so die ersten Dinge, wie stellt man denn Zeitblende und so weiter ein? Ja, also das ist bei den Kameras natürlich immer gleich, ne, wenn wir die mal anmachen. Wir haben letztendlich hinten ein Einstellrad und vorne ein Einstellrad. Ne? Also hier hinten am Einstellrad stelle ich die Zeit ein und vorne die Blende. Und wir haben natürlich hier auch oben noch eine Taste, die ISO-Taste. Ja, das heißt, wenn man letztendlich hier die ISO-Taste runterdrückt und das hintere Einstellrad dreht, kann ich hier entsprechend, ich weiß nicht, ob man das genau sehen kann hier, die ISO-Zeiten, dann entsprechend einstellen. Insofern ist das Dreieck wieder komplett. Ne? Also Zeit, Blende und ISO relativ schnell erreichbar. Kann ich denn die Räder auch umprogrammieren? Also wenn mir lieber natürlich, gar keine Frage. Also die Umprogrammierung ist sehr umfangreich. Ne? Also nicht nur die Drehräder lassen sich dann, also Blende nach hinten und Zeit nach vorne drehen. Mhm. Es gibt auch noch so zwei andere Einstellungen, dass dann nur die Zeit und nur die Blende funktionieren. Was man oben auch sieht, ist die Taste für den für ISO plus minus. Ne? Und genau, die plus minus Taste ist hier oben auch wieder drücken und hinteres Einstellrad drehen. Ne? Das ist eigentlich bei fast allen Knöpfen so. Das ist hier auf der anderen Seite genauso. Wir haben die Mode-Taste, um zwischen den Belichtungsprogrammen zu wechseln mit Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik oder hier die Belichtungsreihe mit Bracketing, die wir auch einstellen können. Immer drücken und hinteres Einstellrad drehen, damit lässt sich das alles ganz einfach einstellen. Also auf der einen Seite kuppeln, auf der anderen Seite schalten. Genau. Dann Dioptrienausgleich, habe ich hier oben gesehen. Genau, Dioptrienausgleich ist natürlich auch sehr einfach einstellbar. Wir haben letztendlich dann hier auch das Drehrad ganz genau, wo man die Dioptrien dann entsprechend in Plus oder Minus dann entsprechend wechseln kann. Und dann stellt man ja so ein, dass man die Anzeige, also ganz simpel scharf sieht. Absolut, man guckt durch den Sucher, stellt dann entsprechend die Dioptrien auf das Auge ein. Und sieht er letztendlich dann auch die Schrift bzw. das, was im Sucher dann dargestellt wird, auch scharf. Du hast mir eben erklärt, der Sucher hat was Besonderes, denn ihr macht das Glas selber. Wir machen das Glas selber. Wir sind natürlich seit 1917 schon unterwegs mit Glasherstellung. Machen wir immer noch selber. Also die Glasherstellung bei Nikon ist immer noch eine Eigenproduktion. Und wir haben den Vorteil natürlich, dass wir bei dem Sucher auch eine eigene Linsenkonstruktion einsetzen können, um halt da auch ein vernünftiges Bild darzustellen. Ne? Und wir haben bei der Kamera einen Sucher, der hat 3,69 Millionen Pixel. Hört sich jetzt erstmal nicht viel an, weil andere Hersteller da vielleicht ein bisschen anders aufgestellt sind. Aber Pixel ist halt auch nicht alles. Wir haben den Vorteil der Linsenkonstruktion und wir haben den hellsten Sucher im Markt. Wir haben 3000 Candela, einen helleren gibt es nicht. Als Beispiel, iPhone hat gerade mal 1000 Candela. Insofern ist es schon sehr hell, ne, was man durch den Sucher sieht.
Der Vorteil ist aber auch, dass der sehr schnell und verzögerungsfrei ist. Dadurch, dass wir durch den eingebauten Stacked-Sensor, kurz erklärt, Stacked-Sensor ist ein Mehrschichtensensor, der auch die Berechnungspunkte, sag ich mal, ne, die Dioden sind natürlich weiterhin, um die Lichtsignale aufzunehmen. Mhm. Normalerweise sind aber die Transistoren neben den Pixeln, um letztendlich da auch direkt die Daten weitergeben zu können. Die sind aber beim Stacked-Sensor dahinter geschaltet. Mhm. Der Vorteil ist, der ist wesentlich schneller von der Auslesung her. Mhm. Insofern haben wir hier sowieso die schnellste Scanrate im Markt. Also einen schnelleren gibt es nicht. Deshalb haben wir hier schon von vornherein den Verschluss weggelassen. Mhm. Also den Verschluss hat die Kamera gar nicht mehr. Aber sie geht natürlich elektronisch, dann Verschlusszeit ist 32.000, glaube ich. Ne? Ja, 32.000 ist natürlich auch ein Vorteil dadurch. Mhm. Aber dadurch, dass wir den Stacked-Sensor eingebaut haben, auch mit den 45 Millionen Pixel, haben wir den Vorteil, dass wir durch eine Dual-Stream-Technologie ein Live-Bild vom Sensor direkt in den Sucher projizieren können. Mhm. Also verzögerungsfrei. Ein Blackout haben wir sowieso nicht mehr. Mhm. Und der Sucher ist so gut und so hell, auch mit dem verzögerungsfreien durch die Schnelligkeit, dass er direkt ein Live-Bild darstellt, dass wir fast einen optischen Eindruck haben durch den Sucher. Wichtig ist, und das ist auch jetzt noch nicht mal gelogen oder noch nicht mal despektierlich, man kann ja ein Verschlussgeräusch simulieren und das ist wichtiger, aber man merkt es ja gar nicht. Das ist so schnell und verzögerungsfrei, man merkt gar nicht, wenn ausgelöst wird. Ja, genau. Und dadurch kann man ein Verschlussgeräusch auch in unterschiedlichen Einstellungen simulieren und das ist eine gute Sache. Ne? Genau, also man kann es natürlich komplett lautlos machen, das ist kein Problem, weil da ist ja nichts mehr, was sich bewegt. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, auch ein Tonsignal dazu zu schalten, damit man auch weiß, wann die Kamera auslöst oder wann das Bild gemacht wurde. Ist, ne? Natürlich verschiedene Belichtungsmesssysteme, mehrere Autofokus-Modi, Gesichtserkennung, also alles, was man erwarten kann. Genau, also da ist es so natürlich bei den Belichtungsmodi, ist natürlich klar, wir haben Matrix-Messungen, Spot-Messungen, ne? Lichterbetonte Belichtungsmessungen, Mittenbeton ist alles drin. Die Belichtungszeiten sind halt elektronisch geregelt, was aber kein Problem ist. Der Autofokus ist natürlich schon bei der Kamera wirklich sehr gut, ist auch ähnlich wie bei der Z9. Da ist es so, dass wir da auch Motiverkennungsprogramme mit drin haben, von der Fokussierung her. Der ist also sehr schnell. Wir können alles erkennen, was so rumkreucht. Also wir haben bei Tieren, Vögel und Katzen, Hunde, also es ist schon so, dass da Tierfotografie schon überhaupt kein Problem ist, auch aufs Auge scharf zu stellen. Bei Menschen sowieso, ne? Da sind auch Augen mit dabei. Wir haben in dem Fall auch Fahrzeuge, die erkannt werden können, also Motorräder, Autos, Flugzeuge, Züge, also es ist im Endeffekt alles drin, was so möglich ist, ne? Was den Motiverkennungsmodus anbringen. Eine ganz irre Konstruktion ist ja der Bildschirm hinten, der sozusagen... Genau, der Bildschirm. Der eine ganz eigene Art der Konstruktion ist. Also wir haben uns damals mal entschieden, dass wir auch einen sehr guten Monitor brauchen, der auch im Hochformat funktioniert. Ne? Aber wir wollten letztendlich dann nicht hingehen und sagen, der ist halt auch zur Seite abklappbar, weil wir haben hier nun mal eine Profikamera und keine Selfie-Kamera. Insofern ist aber auch so, dass mit dem Monitor, der zur Seite abklappbar ist, natürlich so eine Sollbruchstelle erstellt wird. Ne? Weil die Profis gehen manchmal schon ein bisschen anders mit den Kameras um. Also der muss natürlich sehr robust sein. Ne? Insofern ist es so, dass der Monitor hier im Hochformat, also im Querformat natürlich dann ohne Probleme nutzbar ist. Am besten mal so genau hier hinstellen, dann ist er ja genau. Ja, also der ist hier in dem Fall natürlich dann im normalen Querformat ohne Probleme nutzbar. Der kann auch hochgeklappt werden. Aber der ist natürlich auch, und das ist die Besonderheit, ja auch im Hochformat nutzbar. Und da wird das Bild auch im Hochformat entsprechend dargestellt. Also da ist es so, dass der Monitor auch im Hochformat wechselt. Auch die Bildanzeige ist im Hochformat. Und so kann die Kamera natürlich sehr gut als Porträtkamera eingesetzt werden, um die auch im Hochformat nutzen zu können. Das ist natürlich super. Oder ich denke natürlich auch an, die meisten Makrobilder sind ja auch Hochformat, wenn man so ein bisschen schaut. Ne? Wenn ich da natürlich unterwegs bin und da kann ich da natürlich auch sensationell arbeiten. Ja, insofern ist ja schon sehr robust gebaut. Ich mache jetzt nicht irgendwie so das Thema, dass ich die Kamera jetzt so festhalte, aber der ist halt doch schon auf
gut aufgehangen hier, ne, und ist dann wirklich sehr, sehr robust gebaut, sodass der nicht wirklich direkt kaputt geht. Kamera ist spritz- und wetterfest, also Regen, Schnee, Sand, genau, kein Problem sein. Die Kamera ist Regen- und Spritzwassergeschützt, beziehungsweise auch Staub geschützt. Kamera besteht allerdings dann nicht komplett aus Magnesium-Druckgehäuse, was man da vielleicht erwarten würde. Kamera hat Magnesium-Druckgehäuse, ja, ne, in gewisser Weise, aber die hat auch einen Kohlefaserverbundstoff. Ne, der dann verwendet wird. Dadurch wiegt die Kamera auch nur 910 Gramm. Also das ist schon natürlich dann in dem Fall schon ein Vorteil, ne, dass die... Das ist ein Unterschied zur Z9. Genau. Und was fehlt, ist der LAN-Anschluss. Aber da hast du gesagt, kein Problem, weil über USB das Gleiche geht. Genau, also die Kamera, die Z9 hat ja einen ganz normalen LAN-Anschluss hier dran. Da ist ja so ein direkt integriert. Das hat die Kamera nicht. Bei der Z8 ist aber auch kein Problem durch die beiden USB-Anschlüsse, die wir hier haben. Also hier gibt es ja zwei verschiedene USB-Anschlüsse. Das heißt, wir haben einen oberen USB-Anschluss für die Kommunikation und einen unteren USB-Anschluss für USB-Anschluss für das Laden. Ne? Also da kann eine Powerbank angeschlossen werden. Zum Beispiel, man kann aber trotzdem per Kommunikation mit der Kamera ohne Probleme weiterarbeiten. Filmen kann die Kamera natürlich auch in den professionellen Formaten, die man kennt. Ja, definitiv. Also auch professioneller, als man vielleicht erwarten würde. Kamera hat eine Auflösung vom Video bis 8K 60p. Wahnsinn. Was die Kamera filmen kann, 8K 60p intern. Das ist ein eigenes NRAW, was wir einbauen können. NRAW ist dann... bei uns dann ein eigenes Nikon RAW, was von Intopix auch entwickelt worden ist. Intopix kennt man vielleicht. Ich nicht, du sagst es mir. Intopix ist eine Softwarefirma, die vor gut über 20 Jahren versucht hat, das JPEG 2000 mal auf den Markt zu bringen. Ach stimmt, genau. Ist das wenn man sich dunkel daran erinnert. Ja. So, die Intopix-Firma ist natürlich jetzt sehr unterwegs mit Software und die kennt sich da wirklich sehr gut aus, was die Komprimierungsdaten auch anbelangt. Insofern haben die uns das NRAW auch mitentwickelt. Das ist eine Einstellung bei 8K 60p intern, ne, mit NRAW. Ne? Die Kamera kann aber auch natürlich 4K in 60p in ProRes, auch mit 12 Bit, ne, auch bei 8K 60p. Wir haben bei der Kamera aber natürlich auch die anderen Einstellwerte. 4K 120p, also Zeitlupe ist auch kein Problem. Wir haben bei der Kamera 10-Bit-Daten, die auch mit ProRes 422 HQ arbeiten, beziehungsweise dann aber auch 10-Bit-Daten mit H265. Das ist natürlich ein neuer Standard. Wir haben früher natürlich noch die H264-Daten gehabt, die ja dann man auch von früher kennt, ne, von der Komprimierung. Der Codec ist aber jetzt auch H265 mit 10-Bit und 8-Bit. Also bietet die Kamera natürlich schon sehr professionelle Daten, auch mit N-Log, ne, wohlgemerkt. Also im Endeffekt. Ein sehr neutrales Format, was rausgeht. Genau, insofern gibt es natürlich da viele Möglichkeiten. Die Einstellwerte, was ab 4K anbelangt, auch 60p, lässt sich auch über HDMI auf einen externen Atomos ausgeben. Vielen Dank bis hierhin. Wir haben einen Film vorbereitet. Wir kommen gleich wieder zurück, Peter, und zwar von Marc Niemeyer. Marc Niemeyer ist ein super Sportfotograf. Mit dem habe ich mich vor ein paar Tagen unterhalten, denn der hatte die Z8 schon im Einsatz. Und ich würde sagen, Film starten. Ja, Marc, schön, dass du Zeit gefunden hast, hier zu sein. Das freut mich sehr und uns auch im Allgemeinen. Marc, erzähl doch mal ein bisschen, was machst denn du eigentlich? Also ich bin Fotograf, hauptsächlich Sportfotograf oder auch Pressegeschichten. Treibe mich viel in den Fußballstadien der Nation rum, viel natürlich hier in NRW, also viel Borussia Dortmund, VfL Bochum, aber auch VfL Osnabrück, Köln, Länderspiele, ne, mache andere Sportarten, also auch Handball, Basketball, Eishockey. Alles, was es da so gibt, aber auch Wintersport. Also ich wohne in Menden im Sauerland, also Winterberg ist auch nicht weit, ist viel Bob, Rodelsport, auch immer eine schöne Geschichte. Ja, wie hat es denn bei dir angefangen? Wie wird man Sportfotograf? Wie ist dein Werdegang? Ja, ich habe eigentlich vorher eher Werbefotografie gemacht, solche Geschichten bin ich reingerutscht. Dadurch, dass ich viel mit Fußball schon zu tun hatte, auch familiär bedingt, bin ich irgendwann mal im Stadion gelandet, bin von einem Kollegen angesprochen worden, ob ich nicht für ihn arbeiten wollte. Schon viele Jahre her und dann bin ich immer mehr in die Schiene reingerutscht. Mit welcher Kamera hast du angefangen?
Also zu fotografieren irgendwann mal mit so einer Canon APS, die du auch auf weit stellen konntest. Mhm. Das war, glaube ich, meine erste Kamera, wo ich jetzt bewusst mit fotografiert habe. Bin dann irgendwie Nikon ganz normal D50, D90 angefangen. Schlimmer wurde es dann, wo ich mir die erste D700 gekauft habe, also erste bezahlbare Vollformat. Mhm. Das war eigentlich das Thema, wo es Spaß gemacht hat, mehr zu fotografieren. Habe mir dann irgendwann die erste Profikamera gekauft und die Objektive dazu, also eine Nikon D4S. Das war eigentlich die erste, wo ich dann, ich sag mal, jetzt vernünftig professionell mit fotografiert habe. Und jetzt mittlerweile Z-System. Du hast ja einen Presseausweis logischerweise, ja. Ne, mit dem man sozusagen in die Stadien reinkommt. Wie geht denn das ab? Also kann man sich da einen Platz aussuchen oder kriegst du den zugeteilt? Wie läuft denn das? Ja, im Normalfall Bundesliga ist, wenn du rechtzeitig da bist oder ich sag mal Pokalfinale in Berlin, stellen sich die Jungs auch schon morgens um 8 an, damit sie dann den besten Platz kriegen. Kannst du den Normalfall aussuchen, so wie du die Vorliebe hast. Also normal ist immer hinterm Tor der Bereich, wo du sitzen darfst, oder normal gegen gerade bis Höhe 16er. Das ist eigentlich der Bereich, wo du sitzen darfst. Zum Autofokus-Setting, wie arbeitest du mit dem Autofokus? Und A, du bist ja ein Wechsler von Spiegelreflex auf spiegellos. Ja. Ist da heute noch ein Vorteil bei der Spiegelreflex oder sagst du, die spiegellose ist schnell genug? Ich glaube, dass das, was jetzt Nikon, also Z9 oder Z8 ist, wechselst du nicht mehr zurück. Ne? Mhm. Also ich habe noch meine D6 und meine D5 und D4, die nutze ich meistens aber als Remote-Kameras, also hinterm Tor. Mhm. Ich bin mittlerweile so, dass ich 3 Z9 habe, also für die Standardobjektive, die du brauchst, 24, 70, 70, 200, bei mir dann 180, 400 oder 400. Du hast eben während des Spiels nicht die Zeit, unbedingt das Objektiv zu wechseln. Mhm. Habe jetzt eine Z8 noch mit dabei, wo ich dann jetzt entweder 24, 70 oder 14, 24 drauf habe. Die Geschichte aber. Ich mache normal Gesichtserkennung. Ich nutze meistens White S bei Nikon, also das kleine Feld. Manchmal spielst du ein bisschen, wenn du, ich sag jetzt mal, 24-70 drauf hast, wenn sie dann doch nochmal umgreifen muss und du die Jubeltraube hast, dann kannst du auch ein White L nehmen. Mhm. Oder es gibt diese neuen Einstellungen, die du dir programmieren kannst. Das ist ganz gut manchmal, wenn du jetzt auch Radsport machst oder sowas und du weißt, wo die herkommen, welchen Bereich du wirklich haben musst, wo das Fokusfeld liegen soll. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Das heißt, du bist froh, dass die Spiegellosen so da sind. Sind ja auch ein bisschen leichter. Ne? Man hat weniger zu tragen. Ja, also sie sind leichter, aber vom Prinzip her, also die D6 fand ich schon sehr, sehr gut. Also auch vom Autofokus, von der Genauigkeit. Mit dem Augenautofokus und auch mit den Updates, die von Nikon gekommen sind, ist das nochmal eine Stufe draufgegangen. Also für mich gefühlt nochmal eine Stufe besser. Nimmst du die Kamera in der Programmautomatik, Zeit, Blendenautomatik, wie ist deine Einstellung? Vom Prinzip her manuell, also ich gucke, du musst eigentlich mindestens ein 1/1000stel haben von der Belichtungszeit, Blende F4 ist eigentlich die Standardeinstellung, die ich nehme. Ne? Beim 180-400 hast du eine Blende F4. Wenn es dunkel ist oder du mehr Licht brauchst, je nach Stadion, kannst du auch eben mit dem 70-200er, mit dem 400er auf 2,8 runtergehen. Mhm. Aber L4 ist eigentlich ganz gut. Das heißt, selbst wenn der Arm ein bisschen vorm Körper ist, ist er noch ein bisschen schärfer. Mhm. Je nachdem, was du für ein Spiel hast, also wenn du jetzt ein Abendspiel hast und sich das Licht nicht mehr verändern, du nur ein Flutlicht hast, hast eine feste ISO-Zahl, stellst dir ein 1000, ein 1250 bis 1,6 sowas, der Bereich, wo ich arbeite, dann F4 und dann die ISO-Zahl. Wenn du natürlich jetzt draußen ist Sonnenschein, das halbe Stadion ist dunkel, das andere Stadion ist hell, willst du nicht immer hin und her scrollen, was du hast, dann nehme ich eben eine ISO-Automatik. Das heißt, du fotografierst im JPEG, das Bild ist gemacht und wird direkt verschickt im Grunde genommen. Ja, genau. Also wir haben zwei Optionen. Wenn ich einen netten Kollegen habe, der mich editiert, können wir aus der Kamera schicken. Also LAN-Kabel rein oder über WLAN mit dem Router oder das WLAN über Stadion, je nach Stadion, können wir direkt aus der Kamera schicken, dann editiert jemand. Ansonsten ist eigentlich Workflow so, Speicherkarte raus, in den Rechner schieben. Mhm. Wir haben Photo Mechanics auf dem Rechner, der automatisch die XMP, also die Beschriftung macht, welches Spiel das ist, welches Datum ist, in welchem Stadion du bist. Das kommt automatisch, wenn du die Bilder einliest.
Ich tagge normal die Bilder in der Kamera. Das heißt, ich lasse mir dann nur im Photomechanic die getaggten anzeigen, die ich auch weiß, die will ich rausschicken. Ziehe mir sie rüber in Lightroom, gucke eben, dass die Helligkeit, Licht und sowas passt. Entwickle sie, also wir verschicken Bilder eigentlich bis maximal 2 MB Größe für die Zeitung, das reicht. Und dementsprechend schicken wir es raus. Bei uns über einen FTP-Server wird automatisch verteilt, also an die Zeitungen, Presseagenturen oder Bildportale, über die wir vermarkten. Marc, vielen Dank bis hierhin. Gleich schauen wir uns nochmal an, was du so an Ausrüstung hast. Ja, war sehr informativ. Bis gleich, Marc. Dankeschön. Ja, zurück sind wir hier wieder auf der Ehrenstraße 9. Das waren interessante Infos, die Marc Niemeyer geliefert hat. Das ist ein Top-Fotograf im Sportbereich und er wird nachher nochmal wiederkommen, denn er wird mal sein Equipment zeigen. Und das ist so außergewöhnlich designt, muss man sagen, das muss man gesehen haben. Peter, ja, jetzt haben wir uns mal gesagt, in dem Teil so ein bisschen das Menü besprechen, ja, dass wir mal sagen, okay, wir haben die Kamera mal angeschlossen, dass du mal so die wichtigsten Punkte im Menü durchgehst und sagst, okay, das müssen wir mal zeigen hier. No? Ja, also in erster Linie ist es natürlich wichtig, wir haben ja bei der Kamera hier sehr viele Einstellmöglichkeiten, was den Autofokus anbelangt. Ja. Also hier in dem Fall natürlich Wahrnehmung, was ich ja eben eingangs sagte, wir haben natürlich die Motiverkennungsprogramme hier, ne, wie man hier sieht, mit Gesichter, Tiere bzw. Fahrzeuge und Flugzeuge. Auch eine Automatik, ne, wo die Kamera selber irgendwie alles immer darstellt. Und wir haben hier natürlich die Messfeldsteuerung mit verschiedenen Fokuseinstellwerten. Ne? Das ist natürlich wichtig, hier mit den Fokuseinstellwerten zu arbeiten, weil das ist natürlich schon sehr umfangreich, ne, was da an Fokusmöglichkeiten sind. Wenn jetzt einer anfängt, wie würdest du sagen, ist so der beste Weg, die Einstellungen? Das ist schwierig. Also beim Autofokus ist es natürlich immer abhängig, was macht derjenige. Ne? Im Endeffekt geht es natürlich hier darum, zu sagen, entweder arbeite ich mit AFS oder AFC, bei dem Sport natürlich mit AFC, beim Porträt oder auch Studiofotografie eher mit AFS. Kommt aber auch wieder drauf an. Ne? Wenn du natürlich Models hast, die dann sich bewegen, ist mit AFS auch wieder schwierig, ne? Weil die Kamera löst ja dann nur aus, wenn scharf ist. Also ist immer sehr individuell. Ne? Da kann man jetzt nicht pauschal sagen, nimm jetzt die und die Einstellung, damit passt das. Ne? Das funktioniert einfach nicht. Gut, ja, weiter. Was willst du noch so? Also beim Autofokus, um das auch mal darzustellen, vielleicht sieht man das auch, genau, wenn man jetzt mal durch die Kamera guckt. Der Augenautofokus, wie man sieht, ne? Funktioniert. Und wenn du dich bewegst, kein Problem, der Augenautofokus geht mit. Was natürlich super ist, wenn man, ich sag mal, Kinder, Porträt, Familie, das ist natürlich eine super, super Geschichte. Erkennt auch mehrere Personen wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, also ist schon sehr schnell unterwegs. Ne? Insofern, dann kannst du ja mal rüberschwenken, dann sieht man mal die Kollegen hinter der Technik, die da sitzen, genau. So. Ja. Ne? Und was wir arbeiten. Und wir sehen auch, dass wir mit Nikon-Kameras streamen. Ne? Genau. Wir streamen mit Nikon-Kameras auch schon sehr gut. Ne? Ja. Was gibt es halt für grundsätzliche Einstellwerte? Wie gesagt, Autofokus ist immer ein bisschen individuell, schwierig zu sagen. Aber wir haben natürlich hier bei der Kamera, wenn man dann wieder ins Menü reingeht, bitte, haben wir natürlich hier so ein paar Grundeinstellwerte. Ne? Bei der Z8 ist es so, dass wir die Kamera auch als D850 spiegellos bezeichnen würden. Insofern haben wir auch im Aufnahmemenü hier verschiedene Einstellwerte. Gut, Tonmodus ist ein bisschen unglücklich übersetzt, würde ich mal sagen. Was bedeutet das? Das ist nur die Farbwerte, Dynamik In dem Fall. Du kannst dann von SDR auf HLG umschalten. Das ist auch die erste Kamera von Nikon, die das hat. Wenn du auf HLG umschaltest, kannst du auch 10-Bit Hive-Daten erstellen. Ah, okay. Also wirklich Hive-Daten, genau. Kennt man vielleicht auch vom Apple. Ne? JPEG-Daten haben wir natürlich bisher gehabt. Hive-Daten haben wir jetzt hier in der Kamera noch zusätzlich. Lässt sich halt hier über den Tonmodus einschalten. Wir haben natürlich dann auch hier eine RAW-Einstellwerte. Wir haben früher immer bei den Kameras auch Z6II, Z7II hatten das noch, eine verlustfreie Komprimierung, aber auch unkomprimiert genauso. Einstellwerte mit 12 und 14 Bit, was alles möglich war, haben wir bei der Kamera nicht mehr. Wir haben nur noch diese drei Einstellwerte, verlustfreie Komprimierung, hohe Effizienz mit Sternchen und hohe Effizienz ohne Sternchen. Und wir sind bei 14 Bit dann wahrscheinlich, ne? 14 Bit. Es gibt keine 12 Bit mehr, es gibt nur noch 14 Bit Daten, die einstellbar sind. Und die Unterscheidung zwischen den drei Werten ist halt, dass die verlustfreie Komprimierung ungefähr, je nachdem, weil es ja komprimierte Daten sind, immer vom Kontrast abhängig, in der aufgenommen wird, nur ungefähr 50 Megabyte pro Bild hat. Bei hoher Effizienz mit Sternchen, was eigentlich immer noch fast verlustfrei ist, wenn man sich die Daten anschaut,
liegen wir immer noch bei 40 Megabyte und bei hoher Effizienz ohne Sternchen bei ungefähr 30 Megabyte. Mehr oder weniger, ne? Also je nachdem, wie der Kontrastumfang ist. Insofern ist es aber auch so, dass die meisten inzwischen mit hoher Effizienz mit Sternchen arbeiten, weil sie sehen, mit 40 Megabyte Daten, und das sind die Hälfte von den unkomprimierten Daten, ne? Bei 45 Megapixel. Kommt man schon sehr gut klar. Kommt man gut weiter. Ja, auch, genau. Man hat ja auch mit, was hängt ja auch viel dahinter mit Archivierung und so weiter. Ne? Es ist ja viele genau. Daten, die dann da genau. sind. Ne? Was wir aber bei der Kamera noch mit eingebaut haben, hier bei der Z8, ist in dem Fall, dass wir hier noch zusätzliche Einstellwerte haben, was die Hautweichzeichnung anbelangt und den ausgewogenen Porträteindruck. Das sind Zusatzwerte, die wir hier noch zusätzlich mit eingestellt haben, im Picture Control sozusagen, wo dann gerade für Porträtfotografie die Haut noch in verschiedenen Stufen, wie man hier sieht, entsprechend von der Weichzeichnung dargestellt wird. Das passiert nur im JPEG oder auch im RAW? Das funktioniert nur beim JPEG bzw. dann auch beim HIVE. Ne? Okay. Also insofern ist es so, dass das beides eingestellt werden kann, genau wie die, mit der ausgewogene Porträteindruck, ne, den wir hier haben mit drei Modi. Das ist im Endeffekt gerade für Porträtfotografen, die vielleicht auch mal hingehen müssen und schnell die Daten irgendwo hin wollen oder auch dem Fotografen oder dem Kunden in dem Fall mal selber was darstellen wollen, was vernünftig ist und nicht immer mit den RAW-Daten arbeiten müssen, die ja zusätzlich aufgenommen werden können. Aber so hat der Kunde natürlich die Möglichkeit, sich direkt das fertige Bild quasi anzuschauen. Vielleicht magst du nur ein, zwei Dinge uns noch so zeigen im Video, wo du sagst, okay, das muss man noch wissen. Ich meine, das ist immer sehr viel im ersten Moment, wenn man das so ein bisschen hört. Ja, ne? Das stimmt. Was auch wichtig ist, wir haben ja in dem Fall bei der Kamera keinen Verschluss mehr. Und es gibt natürlich dann in bestimmten Situationen, wenn man LED-Banden aufnimmt, die haben eine eigene Frequenz. Ne? Die LED-Banden reagieren manchmal sehr unterschiedlich, weil die Hochfrequenz-Auswahl von diesen LED-Lichtern so unterschiedlich sind, dass es dann durchaus dann auch bei DSLRs übrigens auch zu Streifenbildung kommen kann, bei bestimmten Belichtungswerten. Um das aber auszugrenzen, haben wir die Hochfrequenz-Flicker-Reduzierung mit eingebaut. Und da ist es so, wenn die eingeschaltet ist, ne, ist es in dem Fall so, wenn man hier mal auf manuell umschaltet, man sieht hier dann Belichtungswerte, die dazwischen laufen. Ach, er sucht sich sozusagen immer so 2048 Sekunde, die man ja normalerweise nicht kennt. Genau. Immer abhängig davon, was man für eine Belichtungszeit eingestellt hat. Eine Grundeinstellung, 2000, 1000, 500, völlig egal. Kann man von da ausgehend immer dann auch die Belichtungswerte dann manuell einstellen. Und man sieht dann auf dem Monitor, ob dann das, die Streifenbildung weg ist oder nicht. Interessante Geschichte, das ist schon faszinierend. Jetzt haben wir ganz viel Input und wertvollen Input von dir bekommen. Sehr viel. Ne? Sehr viel. Wir haben jetzt noch einen Film, so 3 Minuten vorbereitet, der mit Musik läuft, wo mal ein bisschen gezeigt wird, wie Nikon Objektiv und Glas herstellt. Ne? Sage ich auch Regie, Film ab. Bis gleich. Thank you.
Zurück sind wir hier auf der Ehrenstraße Nummer 9. Ein faszinierender Film, wo man sieht, was für einen Aufwand betrieben werden muss, um Objektive in dem Level zu produzieren. Jetzt haben wir mal so, wir beide haben Objektive mitgebracht und jeder von uns zwei Objektive, wo wir sagen, okay, das ist jetzt mal, da hat man Spaß dran. Es gibt natürlich, wie viele Objektive gibt es mittlerweile für das Z-System? 36. Plus über Adapter dann sämtliche Objektive, die Nikon gebaut hat. Gibt es eine Ausnahme, die nicht geht? Nee. Nicht wirklich. Also es ist im Endeffekt so, dass die Manual-Objektive bis ab Baujahr 76 ohne Probleme funktionieren. Mhm. Und wir haben natürlich den Unterschied, dass wir kein Stangenautofokus-System mehr da drin haben. Ne? Also die sind genau, aufwendig. Also genau, man muss wissen, die Autofokus-Objektive gehen dann nur manuell. Genau, also reine Autofokus-Objektive über Stangenautofokus, die AFS-Objektive mit Ultraschallmotor, die ja den Autofokus dann im Objektiv haben, kein Problem. Also da ist es dann alle mit Autofokus auch kompatibel. Deine erste Empfehlung, wenn man startet mit der Kamera, ist, welches Objektiv ist dran? Ich glaube, das 24-120. 24-120 ist auch bei der Z8 eine Kit-Optik, ne, die dann entsprechend mit ausgeliefert wird. Das ist wirklich eine sehr gute Z-Optik, wobei alle Z-Nikkore eigentlich gar nicht so schlecht sind. Ne, wir haben da inzwischen natürlich eine ganze Range. Ne? Wir haben... Man darf ja nicht vergessen, wir haben seit 2018 sind wir erst in dem Vollformat spiegellosen Bereich. Wir hatten ja früher schon spiegellose Kameras, aber im Vollformat erst seit 2018. Seitdem haben wir aber 10 Kameras vorgestellt und 36 Objektive plus 2 Konverter. Also insofern ist es eigentlich so, dass da noch nicht so ganz lange her ist. Ne? Insofern decken wir inzwischen natürlich einen sehr guten Bereich ab, wie man auch hier an der tollen 800 mm Optik sieht. Kommen wir gleich zu. Aber noch sehr schön ist das 1.285. Das hast du mal dran. Das kann man ja mal umschalten auf die Kamera. Ne, das habe ich hier bei der Z9 mal drauf. Ne, das ist dann auch wirklich eine sehr gute Optik. Jetzt muss ich nur gucken, dass der Autofokus funktioniert, weil das wäre jetzt ein bisschen peinlich. So, ja, dann und da sieht man, wie wenig Schärfentiefe so ein Objektiv hat und was man damit machen kann. Ne? Ja, also es ist bei 1.2, ne? Also man sieht dann schon irgendwie sehr krass, ne? Was das eine 1.2er Linse da ausmacht. Ne? Das macht schon Spaß. Ja, ich habe auch zwei mitgebracht. Und zwar einmal, ich sag mal, ein Objektiv, das ist das 800 mm 6,3. Weil das einfach eine sensationelle Optik für Telefotografen ist. Man kann damit aus der Hand fotografieren, es ist extrem leicht. Mhm. Ja, und du sagst, es ist für so ein Objektiv noch bezahlbar. Es liegt bei etwa 7.000 Euro, was jetzt viel anhört, aber für so ein Objektiv eigentlich nicht. Ja, also da darf man nicht vergessen, 800 mm ist natürlich eine Aussage von der Brennweite her. Und wir haben vorher bei dem AFS-Bereich ja auch eine Optik gehabt, eine 800 mm 5.6. Ne? Also war ein bisschen größer, ein bisschen schwerer insofern, aber hat auch über 20.000 Euro gekostet. Und wenn man das im Verhältnis sieht, ne, weil dann ist das bei so einer Optik ist natürlich dann mit etwas über 7.000 Euro schon fast ein Schnäppchen. Also wir haben ja diese Objektive hier vorführbereit bei uns auf der Ehrenstraße 9 und auch viele Objektive auch in anderen Läden. Aber gerne mal vorbeikommen, an die Kamera dran setzen. Es macht Spaß, ja, muss man ganz klar sagen, auf der Straße mal ein Bild zu machen und zu sehen, was für eine Perspektive staucht sich. Also es ist schon faszinierend. Ja. Meine Lieblingsoptik in dem ganzen System ist im Z-Mount ist das 1850. Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Ich war jetzt diese Woche im Hund im Wald spazieren. Kann man die mal so ein bisschen einblenden, die Bilder. Das heißt, ich habe die Kamera mit der Optik gehabt. Man sieht das hier. Also Autofokus wunderbar funktioniert. Man hat auch einen sehr schönen Freistellungseffekt. Auch hier sieht man auch auf die Distanz, ne? Und es ist offene Blende, eigentlich Gegenlicht. Ich habe alle Bilder im Grunde genommen mindestens zwei Blenden unterbelichtet. Man sieht eine 10.000stel Sekunde Belichtungszeit. Ich kann mit offener Blende arbeiten, brauche keinen ND-Filter. Und wenn man weiterblättert, sieht man hier auch da zwei Blenden unterbelichtet. Dadurch habe ich in den hellen Bereichen keinerlei, ich sag mal, ausbrechender Lichter und hole mir einfach die Schatten zurück in Capture habe ich es entwickelt. Ne? Und wenn man weitergeht im Bild, sieht man hier im Wald so ein typisches Bild, weil es nämlich total schwer ist, weil er unterwegs ist. Ja, die Belichtungsmessung nimmt im Grunde genommen die dunklen Stellen, sie hält so sehr auf. Ne? Und so haben wir durch diese Technik, da waren sogar drei Blenden minus. Ja, muss man sagen. Ne? Also und das ist schon irre. Und ich glaube, eins haben wir noch, ne? Oder zwei, dann kann man ein bisschen weitergehen. Auch hier im Nahbereich, ich habe einen kleinen Ausschnitt gemacht, ne? Aber auch hier gleiche Prinzip, unterbelichtet. Ne? War schon abends, man sieht das an den Exif-Daten. Ne? Und wenn man weitergeht, haben wir noch ein Bild? Ich glaube, eins haben wir noch. Ne? Oder das war es an Bildern. Mhm. Also
der Sensor, du hast gesagt, wie viel Blenden kriege ich denn raus? Naja, wie gesagt, im Endeffekt ist es so, dass wir bei uns natürlich dann selber nie irgendwie eine Aussage kriegen, wie viel Dynamik in den, in den Kameras sind. Da nehmen wir eigentlich immer ganz gerne DxO so als Hinweis. Ne? Ja, eine französische Firma. Ja, genau. DxO ist, was das anbelangt, immer sehr gut beim Testen und kann natürlich dann auch entsprechende Blendenstufen darstellen. Ich weiß nicht mal hundertprozentig bei der Z8, aber über 14 waren es auf jeden Fall. Also ich kann aus der Erfahrung sagen, ich habe es nicht übertrieben, aber ich habe mal probiert. Die Bilder haben jetzt nicht gezeigt, weil die vom Motiv her, das ist nichts geworden. Also wenn man am Bildschirm nur noch ein kleines Licht sieht, hat man oft noch die Chance, die Schatten so aufzuhellen, dass man nachher dann noch Zeichnungen reinkriegt und dann habe ich ein sehr schön durchzeichnetes Bild. Ja. Jetzt haben wir den nächsten Film. Marc Niemeyer hat gesagt, wir zeigen ja nochmal seine Ausrüstung, die wirklich außergewöhnlich ist. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, in den Chat auch Fragen zu stellen noch. Ein paar haben es schon gemacht, ne? Die kriege ich dann gleich gereicht. Und auf den werden wir ein bisschen eingehen gleich. Ne? Ja, und sehr gerne. Dann würde ich sagen, Marc Niemeyer, Teil 2, bitte starten. Hier, ne? Stellen die. Es gibt ein neues Firmware-Update für die Z9. Was ist denn da neu? Oh, in der Hauptsache ist es so, dass die Kamera eine Auto-Capture-Funktion mit drin hat. Mhm. Was heißt das? Mhm. Es ist letztendlich so, dass viele vielleicht von früher noch so eine Fokusfalle kennen. Okay. Also Fokusfalle gab es früher irgendwie natürlich dann schon mit externen Systemen. Wir haben, weil die Kamera natürlich schon sehr umfangreich ist, was die Möglichkeiten anbelangt, haben wir jetzt die Auto-Capture, die Fokusfalle für verschiedene Situationen in die Kamera eingebaut. Mhm. Das heißt, also man hat dann noch die Möglichkeit, also man erhöht sozusagen die Schärfe, die Anzahl der scharfen Bilder sozusagen dadurch extrem. Mitunter, aber das ist natürlich mal sehr differenziert einsetzbar. Ne? Also beispielsweise ist es so, dass die Auto-Capture-Funktion natürlich sehr gut genutzt werden kann, wenn man in der Wildnis ist, ne? Und, oder irgendwelche Vögel im Vogelhaus fotografieren will oder... auch Sportler, wenn die dann die Kamera auf dem Stativ gestellt, ne, auch mal andere Perspektiven, eine Hintertorkamera beispielsweise, ne, würde ja auch in dem Fall funktionieren. Mhm. Also es gibt viele Einsatzmöglichkeiten, ne, die Kamera dann automatisch in den Fokus dann auslösen zu lassen. Okay. Jetzt frage ich mal ganz kurz in die Regie, klappt das mit dem Film, mit dem zweiten? Es klappt, der Film startet. Ja, Marc, jetzt sind wir hier mit deinen wahren Kunstwerken, die du hier hast. Ja, ich würde sagen, es sind die schönsten Nikon-Kameras, die es weltweit gibt, sehen wir gerade hier. Die hast du selber beklebt, hast du gerade eben erklärt. Na, wieso machst du das? Ja, hat eigentlich nur den Grund, wir legen die ja überall hin, wo wir sie gerade hinlegen müssen. Ne? Mhm. Und die Kameras kosten ja ein bisschen Geld und zerkratzen relativ schnell oder die Objektive. Im Normalfall nutze ich immer die Lösung Easycover darüber. Ne? Mhm, also, uns erhältlich, ja, genau. Schöne Geschichte, machen auch gute Geschichte, also machen das sowohl für die Objektive, für die größeren, als auch eben für die Kameragehäuse. Dann hast du einfach ein bisschen mehr Schutz. Mhm. Also wenn du für 6.000 Euro eine Z9 hast oder mehrere davon, und je länger sie hält, auch immer ein Displayschutzglas zusätzliches da drauf, weil du kannst immer irgendwo mal in der Action anecken oder ich sage jetzt mal, du läufst hin, es ist Siegerehrung, du läufst dahin, siehst das Gitter nicht, knallst dagegen, weil dann hast du ja sowieso deine drei Kameras bei dir. Also von daher ist das einfach nur ein bisschen Schutz und für die kleinen Objektive, also 50er, 85er, gibt es das im Moment noch nicht, also habe ich was gesucht, wie ich sie einfach ein bisschen schützen kann. Und sieht dabei noch sehr gut aus, muss man sagen. Und natürlich der Vorteil ist natürlich ein Hingucker, wenn du fotografierst sozusagen, ist das natürlich eine schöne Geschichte. Das heißt, die Leute werden hier, genauso wie ich jetzt, dich drauf ansprechen. Ja, wir haben das eigentlich, ich habe jetzt eine nicht dabei, ich habe eine auch mit einem gelben Geschichte. Es gibt auch zwei Kollegen, mit denen wir relativ viel machen, die auch immer, es gibt eigentlich drei, die immer gelb haben. Das heißt, wenn du auch mal zu Hause sitzt, guck mal, da sitzt der Roy wieder, da sitzt der Peter wieder. Also von daher haben wir schon Wiedererkennung. Ist natürlich schwierig, wenn du gelbe Kameragehäuse hast und dann viel auf Schalke fotografierst, musst du aufpassen, dass du den Bierbecher nicht extra abkriegst. Dann. Aber ansonsten ist es einfach zum Schutz. Und auch die Neoprenüberzüge, wenn du im Winter bist, oder auch die Gummiüberzüge im Winter. Wir fotografieren ja auch bei minus
minus 5 Grad oder minus 10 Grad, wenn es sein muss, ist es wirklich ein bisschen wärmer, als wenn du rein das Gehäuse in der Hand hast. Das heißt, klar, wie ist der Akkuverbrauch dann? Wie viele Akkus brauchst du pro Spiel? Also im Normalfall einen halben. Sowas. Also kommt drauf an, ob du auf der Kamera schickst oder ob du so schickst. Aber normalerweise kannst du mit einer Akkuladung bei der Z9 kannst du zwei Spiele machen, manchmal auch drei Spiele machen, je nachdem, ob es Hauptkamera ist oder nicht. Also die Akkus bei der Z9 hält hervorragend. Mhm. Bei der Z8 gab es in ein paar Foren eine kleinere Batterie, hält nicht. Ich habe die Tage, ich glaube, 5000 Bilder mit der Z8 gemacht. Beim VfL Osnabrück, nachdem die aufgestiegen sind, am nächsten Tag auf dem Rathausplatz. Ja. Da war der Akku, hatte zwei Striche weg, also war noch nicht mal halb leer. Selbst das funktioniert. Jetzt sieht man hier, du hast zwei Z9-Gehäuse, eine Z8. Welche Optiken hast du jetzt dabei? Das ist das. Das ist jetzt mal Standard Fußball, wäre 70-200. 180-400 habe ich auf dem Z9. 24-70 ist auf der Z8. Ich habe noch eine dritte Z9, da ist dann 14-24 drauf. Mhm. Ne? Und dann hast du immer, wenn du jetzt mal ein bisschen mehr Porträts machen willst, sonst irgendwas 85er 1.2, 50er 1.2, kannst du auch mal mit der Festbrennweite was machen. Oder wenn du nicht so viel mitschleppen willst, kleines 40er 2.0. Je nachdem, was du für eine Sportart hast oder was du machst. Also Fußball ist eigentlich klassisch. Das ist die Hauptkamera, 180-400. 70-200 dazu und vorher, wenn du an der Trainerbank stehst, sonst irgendwas oder eine Choreo machst, 24-70, ne, wenn du jetzt mal noch, gehst noch mal durch die Stadien, die nächstes Jahr EM-Stadien sind, dann nimmst du noch ein 14-24 mit und einmal die Übersicht vom gesamten Stadion zu machen, aber das ist vom Prinzip her das, was du brauchst. Und selbst der stärkste Regen, den du sicherlich erlebt hast in den Stadien, macht dem Ganzen nichts aus? Im Normalfall nein. Wir haben noch Regenüberzüge. Wenn es jetzt richtig regnet, habe ich die Tage auch gemerkt. Also ich hatte die Tage das erste Mal, da war kein Regen angesagt, dann kam Gewitter. Da hat so geregnet, dass einmal die Kamera ausgesetzt hat. Mhm. Ne? Aber das lag an der Verbindung zwischen FTZ und also dem Adapter und dem F-Objektiv. Da hat er wohl ein bisschen das erste Mal geschwächelt, aber ansonsten ein bisschen Wasser macht denen im Normalfall nichts aus. Marc, vielen Dank. Das waren jetzt ganz tolle Einblicke von dir. Gerne. Wir werden dich sicherlich hier in dem Livestream-Format öfter sehen. Man kennt dich ja auch von anderen Leistenschneider-Videos. Ja. Und du bist hier immer so vor Ort hier. Ja. Also man kann dich auch so mal treffen. Genau. Danke, dass du Zeit gefunden hast. Immer gerne. Zurück in der Ehrenstraße Nummer 9. Also wahre Kunstwerke, finde ich, sind die Objektive mit der ganzen Beklebung und Schutz. Ja, Peter, sind Fragen gekommen. Ja. Die Z2 und Z7-2 und Z6-2 ja, fühlen sich nicht so vielleicht gewohnt Nikon-mäßig an. Wie ist das bei der Z8, sagt der Kunde oder der Bedienung? Also, im Endeffekt ist es so, dass Z6-2, Z7-2 auch ein Magnesium-Druckgehäuse haben. Hm. Also insofern ist die Haptik da wahrscheinlich eher schon ähnlich. Hm. Z8 ist in dem Fall natürlich vom Gehäuse her ein bisschen größer. Liegt anders in der Hand. Ja, liegt anders in der Hand. Fühlt sich anders an. Ist eigentlich dann so eine D850 spiegellos. Insofern ist die auch ein bisschen einen Ticken größer und ist die Haptik natürlich auch anders als bei den beiden Kameras. Sollte man sich auf jeden Fall mal in einen unserer Filialen gehen, sich so eine Kamera anschauen. Ja, definitiv. 14-Bit auch in APS-C-Modus. Aber sicher. Im RAW. Bei 14-Bit, wir haben nur noch die eine Einstellung. Ne? Mhm. 14-Bit, was anderes geht gar nicht mehr. Und das ist natürlich dann auch für APS-C der Fall. Hat die Z8 einen Tiefpassfilter? Nein. Das heißt einfach Schärfe, Schärfe, Schärfe. Absolut. Bei 45 Millionen Pixel brauchen wir den nicht mehr. Es ist schon so, dass wir da gesagt haben, den Tiefpassfilter, der stört eigentlich nur, weil wir Schärfe ja haben wollen. Ne? Manchmal ist es natürlich schwierig, weil viele sagen, es ist mir zu scharf, das Bild. Aber ja, mein Gott. Ne? So ist es. Kannst du mal ein APS-C-Objektiv an die Kamera, wir haben in die Z9 jetzt mal ich habe jetzt hier mal so ein APS-C 16-50, also so eine Standardlinse. Genau, eine sehr schöne Kombination. Das Bajonett ist natürlich das gleiche, logischerweise. Ne? Im Endeffekt passt natürlich dann auch jede APS-C-Linse drauf. Ja, und wenn ich jetzt hier mal in den Live-View reingehe, ne, jetzt muss ich dich aber wieder ein bisschen nutzen, ist natürlich so, dass die APS-C-Linse... Wenn man die Kamera umschalten kann, geht das? Ja, genau. Da in dem Fall natürlich genauso funktioniert. Ne? Und auch hier die Augenerkennung. Absolut, ja. Im Endeffekt ist es so, dass wir jetzt ein 16-50 drauf haben. Da muss man natürlich dann die 1,5-fache Brennweitenverlängerung dazu rechnen. Ne? Also 28, die Kamera, genau. Die Kamera schaltet automatisch in APS-C um oder DX-Format, was wir dann in dem Fall sagen, ins DX-Format, um dann letztendlich da auch die
Optiken vernünftig nutzen zu können. Was hältst du vom 40mm Objektiv? Perfekte Optik. Finde ich auch toll. Super. Also die, wir haben jetzt keine Bilder, aber es ist ein Traum. Ja, also 40mm, 2.0 ist wirklich eine sehr gute Optik. Ich meine, die Z-Nikon sind alle durchgängig sehr gut. Also 40er ist wirklich eine hervorragende Optik, definitiv. Nochmal drei Sätze, Unterschied Z8, Z9. Ja, also da ist es so, dass dann die Z9 ist natürlich sehr professionell, die hat eine andere Akkuleistung. Wir haben hier einen größeren Akku drin bei der Kamera. Der Vorteil bei der Z8 ist natürlich dann, dass die ENL-15 Akkus verwendet werden. Mhm. Also die, die wir schon seit 15 Jahren gefühlt haben. Insofern ist die natürlich schon sehr kompatibel. Der Akku hält natürlich dann logischerweise nicht so lang wie jetzt bei der Kamera, aber ich denke mal, wenn man jetzt mal abgesehen von ZIPA geht, ZIPA ist ja immer so ein Richtwert, kann mit dem Akku durchaus über 1000 Bilder gemacht werden. Das sollte weniger ein Problem sein. Aber andere Unterschiede sind natürlich dann definitiv da. Mhm. Wir haben auf der Seite hier einen 10-Pol-Anschluss bei der Kamera. Ne? Das, die Kamera hier, also die Z8. Z8 hat den 10-Pol-Anschluss hier an der Seite. Für den Fernauslöser, ne? Genau, die Z9 hat noch einen Synchro-Kontakt dabei. Für Studio, Blitzlicht. So. Mhm. Wenn man mit dem Kabel arbeitet, macht aber heutzutage keiner mehr. Ne? Insofern GPS ist so, ist so ein Thema, ne? Z9 genau, hat GPS. Genau, Z9 hat GPS, hat die Kamera nicht. Mhm. Da ist aber auch so, dass da natürlich die GPS-Daten, wenn notwendig, auch über die SnapBridge, über WLAN, bzw. Bluetooth dann entsprechend eingebunden werden können. Ne? Also das ist auch kein Problem. Ansonsten ist es eigentlich so, dass die Kamera in vielen Dingen wirklich eine Z9 ist, ne, in kleinem Format. Außer, dass die Speicherkarten natürlich dann hier bei der Kamera CF Express und SD sind. Ne? Also hier ist dann eine SD-Karte und CF Express-Karte, bzw. auch XQD-Karte, die natürlich weiterhin kompatibel sind. Letzte Frage ist, wann bekommt die Z6-2 die Vogelmotiverkennung? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Im Endeffekt ist es so, dass wir bei dem Autofokus vielleicht noch ein paar Potenziale drin haben, um das über Firmware-Update zu lösen. Das sind aber Informationen, die wir nicht haben. Ne? Okay. Also im Endeffekt sind wir jetzt bei der Z6-2, Z7-2 bei Firmware 1.5, was schon eigentlich ganz gut ist. Ne? Da ist der Autofokus auch deutlich besser geworden. Mhm. Aber der Prozessor ist natürlich dann schon nicht mehr der neueste, ne, mit XP7 Prozessor. Ich weiß allerdings nicht, was da jetzt an Potenzial noch drin ist. Das, ne, die Informationen liegen uns leider nicht vor, was da Japan noch vorhat. Peter, vielen Dank. Das waren die Fragen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, vielen Dank auch, dass Sie live dabei waren hier. Und auch vielen Dank, die meisten schauen sehr nachträglich. Wir zeichnen es, machen es live, weil durch die Chatfragen natürlich immer ein bisschen auf Fragen reinkommen, die man gar nicht so im Kopf hat. Ne? Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch hier in Köln bald oder auch in den anderen Filialen in Frankfurt, in Düsseldorf natürlich, Duisburg, Krefeld, Berlin zweimal. Schönen Abend. Danke, dass du hier warst. Schönen Abend. Vielen Dank.